Prost. Guten Fliesen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich voll, dass ihr mir wieder Gesellschaft leistet während meiner kleinen Teepause hier und währenddessen ich hier meinen Tee genüsslich vor dem warmen Kamin, der wirklich sehr warm ist, wenn man so nah da dran sitzt, zu mir nehme, habe ich gedacht, ich teile ein paar Gedanken zu diesem Klassiker mit euch, Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Ich möchte schon so lange etwas von diesem Autor lesen, nicht zuletzt, weil in dem einen Video Shader Basia so über drei Kameraden geschwärmt hat. Aber jetzt rede ich über dieses hier. Ich habe nämlich nicht drei Kameraden, sondern Im Westen nichts Neues zuerst gelesen, weil das ja verfilmt wurde und ich möchte halt vor der Verfilmung unbedingt immer das Buch lesen und so habe ich es dann auch getan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, es geht um eine Kriegsgeschichte, mit der ich mich jetzt gleich befassen soll. Ob es im Film ist, ob es als Buch ist. Ich habe da schon so viel konsumiert und ich weiß, dass meine erste Erfahrung als Kind war Pearl Harbor. Und das hat mich so traumatisiert damals, dass ich danach, ich weiß nicht, entweder abgestumpft war, wenn ich was anderes, was vergleichbar war, gesehen oder gelesen habe, oder ob es so ein Schutzmechanismus von mir ist. Auf jeden Fall fällt mir schwer, mich darauf einzulassen. Aber dieses Buch hier hat mich mit der ersten Seite abgeholt. Und hier gab es auch Momente der Leichtigkeit und der Hoffnung, was auch mit dem Alter des Protagonisten zu tun hat. Und diese Momente haben mich so durchs Buch getragen, wie es nicht erwartet hätte. Zur Handlung des Buches. Es spielt im Ersten Weltkrieg und erzählt wird die Geschichte einer Gruppe 19-jähriger Jungen, die freiwillig von der Schulbank direkt an die Front gehen. Die sind halt getrieben durch Abenteuerlust und ja, wollen als Helden zurückkommen. Also die gehen da sehr ahnungslos und naiv an die Sache ran. Und dieses anfängliche Klassenfahrtsfeeling, das kippt dann aber auch schnell, weil die halt einfach sehr, sehr schlimme Sachen erleben und sehen und jeden Tag mit dem Tod konfrontiert werden und ums Überleben kämpfen. Paul Bäumer, unser Protagonist, ist einer der jungen Männer dieser Gruppe und er erzählt die Geschichte. Also er ist unser Ich-Erzähler und dadurch kommen wir ganz, ganz nah an seine Gefühlswelt, an seine Gedanken und erleben aus seiner Perspektive die ganze Grausamkeit des Krieges mit. Es ist stellenweise auch echt sehr anschaulich und bildhaft erzählt und ich möchte an der Stelle auch unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen für die ganzen Gewaltszenen, die hier beschrieben werden. Wenn ihr das nicht könnt, dann bitte lest das Buch nicht, dann bitte schaut die Verfilmung nicht und dann schaltet hier jetzt bitte ab, weil ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Neben mir wird einem Gefreiten der Kopf abgerissen. Er läuft noch einige Schritte, während das Blut ihm wie ein Springbrunnen aus dem Halse schießt. Ich möchte generell ganz viele Zitate mit euch teilen. Nicht alle, um Gottes Willen, aber ich fand so viele so eindrücklich und ich denke, ihr bekommt dann einfach nochmal so ein besseres Gefühl dafür, wie das Ganze geschrieben wurde. Hier noch ein paar Zitate, weil ich auch gerade dabei bin. Was ganz wichtig für die jungen Männer im Krieg war, sind Aufgaben, einfach weil die Männer mal kurz vom Leid ablenken. Und hier ist so ein Textbeispiel dafür. Direkt vor unserem Stollen platzt eine Granate. Sofort ist es dunkel. Wir sind zugeschüttet und müssen uns ausgraben. Nach einer Stunde ist der Eingang wieder frei und wir sind etwas gefasster, weil wir Arbeit hatten. Und ein ganz großes Thema im Krieg ist natürlich auch der Hunger. Wir ziehen unsere Schmachtriemen enger und kauen jeden Happen dreimal so lange. Doch es reicht trotzdem nicht aus. Wir haben verfluchten Kohldampf. Ich bewahre mir eine Kante auf. Das Weiche esse ich heraus.
Die Kante bleibt im Brotbeutel. Ab und zu knabbere ich mal daran. Beim Thema Essen gibt es zwei Szenen, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Die haben sich so richtig eingebrannt. Ich teile aber an der Stelle nur eine mit euch hier, weil ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Die andere, da sage ich euch nur Stichwort Ratten. Und die dürft ihr euch dann selber erlesen. Und die Szene, die ich mit euch teilen möchte, ist wie folgt. Ihr müsst dazu wissen, dass die Essensrationen waren halt wirklich sehr klein für alle insgesamt. Also die waren einfach nicht so, dass sie ausreichen. Und dann kam dazu, dass das Essen auch manchmal einfach nicht ankam, weil ja da Krieg herrschte. Und deshalb ja, mussten die so ein bisschen gucken, wo sie bleiben und haben halt in den näheren Ortschaften auch mal Essen geklaut, eine Gans geklaut oder irgendwas Lebendiges. Und mit diesem ganzen Erklauten haben sie dann so ein kleines Festmahl gemacht mit allen zusammen, also mit den Ängsten. Und ja, das so ein bisschen zelebriert. Aber es ist halt so, dass der Magen dieses ganze Fette gar nicht mehr so verwerten konnte. Der war das gar nicht mehr gewohnt, der Magen. Und deshalb endet dieses Festessen dann im gemeinschaftlichen Durchfall und alle waren einfach im Freien nebeneinander am Scheißen. Und das ist eben auch so eine Szene, die so ein bisschen Leichtigkeit in die ganze Sache bringt, weil es halt auch so eine gewisse Komik in sich hat, trotz der Schwere. Puh, ist echt warm, ey. Puh. Alter Schwede. Die Sprache fand ich überhaupt nicht eingestaubt. Es hat sich für einen Klassiker super leicht lesen lassen. Ich finde die Sprache sogar modern und stellenweise, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sie stellenweise poetisch fand oder es zumindest sehr schön formulierte Sätze gab. Da gebe ich euch auch mal zwei Beispiele. Für niemand ist die Erde so viel wie für den Soldaten. Wenn er sich an sie presst, lange, heftig. Wenn er sich tief mit dem Gesicht und den Gliedern in sie hineinwühlt in der Todesangst des Feuers. Dann ist sie sein einziger Freund, sein Bruder, seine Mutter. Er stöhnt seine Furcht und seine Schreie in ihr Schweigen und in ihre Geborgenheit. Sie nimmt sie auf und entlässt ihn wieder zu neuen 10 Sekunden Lauf und Leben. Fasst ihn wieder und manchmal für immer. Finde ich schon sehr schön. Oder hier in einer eher grausamen, schönen, poetischen Stelle. Ihr wisst gleich, was ich meine. Der Sturm peitscht über uns hin. Der Splitterhagel reißt aus dem wirren Grau und Gelb die spitzen Kinderschreie der Getroffenen. Und in den Nächten stöhnt das zerrissene Leben sich mühsam dem Schweigen zu. Außer des ganzen sinnlosen Kriegsgemetzels könnt ihr also noch ganz viele andere Sachen entdecken, nämlich eine schöne Sprache. Es hat stellenweise eine kleine Komik. Es geht auch um Kameradschaft und wir bekommen einen Einblick in ein Lazarett mit den ganzen Verletzten, auch wirklich furchtbar. Und auch der Fronturlaub ist hier Thema, was auch totaler Psychoterror ist, weil die Männer ja wissen, dass sie auch wieder zurück müssen. Und innerhalb des Urlaubs lernen wir am Rande so ein bisschen die Mutter auch von Paul Bäumer kennen, wobei kennenlernen auch vielleicht fast zu viel gesagt ist. Aber man bekommt mit, dass sie existiert. Ich muss sagen, der Roman hat mich sehr bewegt und ich habe ein Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Ich will das nie erleben und es tut mir für jeden Menschen leid, der das erleben muss. Aber hier kommt das wirklich sehr, sehr gut rüber, was es bedeutet, dass die Zeit an Wert verliert, sich alles unendlich anfühlt, du einfach nur noch funktionierst und gegen deinen Instinkt tagtäglich
ankämpfst, indem du dich immer wieder in die Gefahr begibst und eigentlich würdest du wegrennen wollen. Manche machen es dann auch, das nimmt aber oft kein gutes Ende. Und ja, dieser tägliche Kampf einfach ums Überleben. Und was mich auch völlig fertig gemacht hat, war diese Jugendlichen, die kommen ja in den ruhigen Momenten auch mal zusammen und unterhalten sich. Und da wird halt klar, dass die überhaupt gar nicht wissen, wofür die kämpfen. Und das finde ich irgendwie dann alles noch krasser und noch sinnloser. Und auch reden die darüber, was aus denen wird, wenn die zurückkommen, im Vergleich zu älteren Männern, die dann halt zu Familie zurückkehren und in den alten Job. Und die sind irgendwie schon kaputt, obwohl das Leben von denen noch gar nicht angefangen hat. Hier fiel auch der Begriff Lost Generation eben für genau diese Generation. Und absolut berührt hat mich natürlich auch diese tiefe Verbundenheit zu den Kameraden. So, ich denke, ihr habt jetzt eine Vorstellung von dem Roman. Aber ich fand den Autor und sein Werk auch so interessant, dass ich euch da noch so ein bisschen Hintergrundwissen hier lassen wollte. Der Autor selbst war nämlich an der Westfront des Ersten Weltkrieges. Dann hat er sich verletzt, kam ins Lazarett, hat dann Depressionen bekommen und diesen Roman hier geschrieben, der dann auch sehr erfolgreich wurde. Aber irgendwie hat ihn dieser Erfolg dann auch wieder in die Depression gestürzt. Als Hitler dann an die Macht kam, wurden seine Werke verbrannt. Und ich wollte schon immer mal ein Buch lesen, das damals verbrannt wurde. Ich müsste mal gucken, da gibt es bestimmt auch so eine Liste irgendwo im Internet. Auf jeden Fall wurde Erich Maria Remarque dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Dann ist er in die Schweiz emigriert, dann in die USA und in den USA hat er dann auch die Staatsbürgerschaft wieder erlangt. Okay, das hat sich gerade angefühlt, als wäre ich im Geschichtsunterricht. Was ich auch interessant fand, war, wie umstritten sein Werk ist. Also es gibt einfach unglaublich verschiedene Meinungen über den Autor und ja, was seine Motivation ist dahinter, warum er diese ganzen Texte geschrieben hat. Da gab es, also ich kriege jetzt nicht mehr alles zusammen, aber es gab auf jeden Fall Menschen, die meinen, er hat das geschrieben, um sich selbst zu therapieren und hat halt eigene Erfahrungen damit einfließen lassen. Andere meinen, nein, das sind überhaupt nicht seine Erfahrungen. Er hat da einfach die besten Kriegsgeschichten versammelt in seinen Roman, um damit Geld zu machen, was ja auch völlig legitim ist. Und wieder andere meinen, das sind total kriegsverherrlichende Texte. Und andere wieder meinen, das sind pazifistische Texte. Also da hat wirklich jeder eine andere Meinung und man wird sich da auch nicht einig. Und viel krasser fand ich dann aber noch, dass seine Texte von den Verlagen angepasst wurden, je nach politische Situation. Also, weiß ich nicht, wenn die mal ein bisschen Kriegsmotivation brauchten, dann haben sie die Texte dahin halt so ein bisschen angepasst. Und wenn sie es dann wieder ein bisschen pazifistischer hätten, dann ja, haben sie da wieder ein paar Sachen rausgestrichen und neu hinzugefügt. Also wirklich krass, dass man das auch so machen darf, wusste ich vorher gar nicht. Und das wird hier im Anhang alles detailliert aufgeschlüsselt. Ich kriege das eh nicht eins zu eins mehr zusammen, aber ich fand das total aufschlussreich und auch erschreckend. Ich habe am Ende dann noch überlegt, okay, was hat der Text für eine Wirkung auf mich? Und für mich veranschaulicht dieser Roman sehr, sehr gut die Sinnlosigkeit des Krieges. Und von daher würde ich diesen Text als pazifistischen lesen, auch weil der Autor, so viel wie ich herausgefunden habe, im Internet Pazifist gewesen sein soll. Für mich macht das einfach am meisten Sinn. Und ich habe nicht mehr viel über das Buch zu sagen, nur noch so viel. Ich finde, es ist ein sehr zeitloser Klassiker mit einer gut gealterten oder vielleicht auch einfach gar nicht gealterten Sprache. Und einem leider noch immer aktuellen Thema.
Kommen wir zur Verfilmung. Ich habe sie natürlich mittlerweile geguckt. Die Verfilmung hat ja einige Preise abgeräumt, ist durch die Decke gegangen, ist für mehrere Oscars nominiert und ich finde zu Recht, das ist eine schauspielerische Glanzleistung. Und ich finde, auch wenn mir das Buch ein klitzekleines bisschen besser gefallen hat, ist es auch eine großartige Buchverfilmung. Das Ding ist halt das, dass wir im Buch durch die Ich-Perspektive extrem nah an Paul Bäumers Gedanken kommen. Und für mich persönlich gibt es einfach nichts Besseres, als in fremde Köpfe schauen zu können. Und näher geht's halt aber nicht. Aber der Film wirkt halt einfach nochmal anders gut. Der bringt nochmal andere Qualitäten mit sich. Halt das Visuelle und die Sounds. Das war wirklich eine sinnliche, für mich, Erfahrung, diesen Film zu gucken. Und es ist auch nicht so, dass wir Paul Bäumer überhaupt nicht nahe kommen. Im Gegenteil, wir sind die ganze Zeit sehr nah an ihm. Und der Schauspieler versteht es auch vortrefflich, sein Inneres nach außen zu transportieren. Und diese Nähe zu ihm, die habe ich dann trotzdem herstellen können, auf jeden Fall. Dann war es so in dem Film, dass eine Sache überhaupt nicht mit aufgegriffen wurde. Das war der Fronturlaub. Das hat im Film einfach keine Relevanz. Dafür wurde klugerweise ein zweiter Erzählstrang mit eingebaut. Und zwar ist das ein politischer. Da sitzen die ganzen Politiker am Tisch und handeln diesen Waffenstillstand aus. Und das haben die so gut gemacht, weil das im krassen Kontrast zu dem ist, was auf dem Feld passiert. Die auf dem Feld, die wissen natürlich über diese politischen Sachen überhaupt gar nichts. Aber man muss sich vorstellen, da sitzen diese Politiker und müssen gegenseitig ihre Macht demonstrieren und lassen sich ewig lange Zeit, während halt auf dem Feld die Köpfe rollen und jede Sekunde zählen würde. Ich bin sehr zufrieden mit der Verfilmung. Und ich finde, auch da wird die Sinnlosigkeit des Krieges und die Grausamkeit des Krieges ganz klar ersichtlich. Von daher beide Daumen oben. Einer fürs Buch, einer für den Film. Ich bin fertig. Mir ist warm. Mein Tee ist immer noch nicht abgekühlt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde wirklich mal interessieren, wie es euch mit Kriegsgeschichten geht. Also generell bei Filmen und Büchern. Ob ihr da auch immer skeptisch seid und ob das ähnlich ist wie bei mir, weil ihr so ein bisschen abgestumpft seid, auch aus Schutzgründen. Oder ob ihr euch die super gerne reinzieht und nie genug bekommen könnt. Oder ob ihr einfach auch findet, dass es viel zu viel gibt. Fragen über Fragen. Ich freue mich auf jeden Fall über Antworten, auch wenn ihr das Buch gelesen habt. Lasst eure Meinung dazu da. Für mich ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn ich mir dann Zeit nehme, um eure Kommentare zu beantworten. Deshalb immer gerne her damit. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Video.